Widder, Hallihallo. Wochenbotschaft, Wochenhoroskop, 27. November bis 3. Dezember. Was wird für Widder sich präsent machen können? Denk dran, Widder, deine Resonanz wird wichtig sein, wie du die Woche verbringst oder auch angehst. Okay? Wow. Wir haben den König der Kelche. Wenn wir von dem König der Kelchen reden, ja, haben wir schon eine emotionale Geschichte am Start mit dir selber, ja, mit deinen Gefühlen, mit deiner Orientierung, mit deinen Wünschen, aber auch mit den Verhaltensarten von jemand anderem. Das heißt, wenn du in der Liebe, ja, gerade so ein Thema hast, wenn du in der Liebe auf der Suche bist nach einem Menschen, ja, wenn du in der Gefühlsebene einfach gerade einen Entwicklungssprung machst, was auch immer, gefühlstechnisch gibt es eine wundervolle Veränderung für unsere Widder. Ich sag mal so, nächste Woche werden schon die Weichen gestellt werden, aber auch ein neuer, erfolgreicher, emotionaler Weg zeigt sich auch für unsere Wiedergeborenen, weil du bist ein sehr liebenswerter Mensch, ein gerechter Mensch, temperamental, alles, was du willst, aber du verdienst es wirklich auch in der Liebe anzukommen und den Nährboden zu sehen, den du geerntet hast. Okay? Geht es kommende Woche bei einigen darum, dass wir eine gewisse, naja, in der Gefühlsebene, in der Familienebene, mit einer männlichen Energie kann sein, dass du etwas offen gelassen hast, ja. In der kommenden Woche wird man dir aufzeigen, wie wichtig es ist, immer gut organisiert zu sein, wie wichtig es ist, okay, neue Wege anzunehmen, wie wichtig es ist, professionell zu sein, wie wichtig es ist, diese temperamentale, potenzielle Ebene, die du mit dir bringst, okay, weiterhin zu stärken. Projekte möchten gehört werden, Gefühle möchten gehört werden. Nächste Woche wirst du sehr fleißig sein, okay, arbeitstechnisch. Und wir werden auch sehen, dass unser Wiedergeborener wirklich die Anerkennung bekommt in der nächsten Woche, zumindest in den nächsten 8 Tagen, auf unterschiedlichen Ebenen, weil deine Willensstärke, deine Bereitschaft, dein Ausdruck, dein Potenzial wird sehr groß sein. Die Liebe, die Gefühle, die Partnerschaft, die Sinnlichkeit, die Harmonie, ja, das Miteinander wird auch ein Thema sein. Jemand, der vielleicht, naja, ich sag mal so, von der Haarfarbe her gefärbte haben könnte, okay, ein paar graumelierte Haare, aber dieser Mensch ist von Natur aus ein bisschen heller. Das heißt nicht schwarz gebrannt, nicht dunkler Hauttyp, Ausländerhauttyp, sondern eher so heller Hauttyp ist brauner, leichte Sonnenbrand, gefährdete Haut vielleicht oder aber auch einen sonnengebräunter Hauttyp. Diese Person möchte dir in der kommenden Woche etwas vermitteln aus der Distanz, aber möchte dir auch eine Anerkennung geben, ja, mit Worten. Das heißt, lasse dir wieder selber mal aufzeigen, wie schön es ist, in Kontakt zu treten mit anderen Menschen, aber lasse dir auch aufzeigen, kommende Woche, ja, wie schön es ist, seine eigenen Wege zu gehen. Wir haben die Liebe, wir haben die Partnerschaft, wir haben vor allem die Familie, die Schwangerschaft, ja, die Fruchtbarkeit. Was sind die Träume, was sind die Ziele von Widder? Widder, du klebst noch an einer Vergangenheitsenergie fest, ja, vielleicht an einer Frau, an einer Mutter, an einer Geschwisterthema. Okay, wichtig ist, kommende Woche, bringe zum Ausdruck, was zum Ausdruck bringen ist. Habe deine Vision immer klar. Ja, Kooperationen werden sich geben, Kooperationen werden sich auflösen. Wir haben einen sehr stark gebauten Widder kommende Woche, der eine Rüstung aufsetzt aus der Härte heraus, aber auch ein Wiedergeborener, der trotz aller Widerstände ja in diese Euphorie geraten wird, alles umzusetzen, was er oder sie möchte. Okay, gerade die helleren Hauttypen, blond gefärbte Haare. Bis dunkelbraune Haare, ja, oder dunkelblonde Haare. Für euch heißt es nächste Woche Dominanz, Dominanz, Erfolg, Erfolg, Erfolg. Aber ihr müsst auch was dafür tun. Für den dunklen Hauttypen, ja, Ausländertyp, schwarze Haare, graumelierte Haare. Für euch heißt das, ihr habt schon viel gemacht. Lasst euer Temperament ein bisschen, ja, zur Ruhe kommen und genießt einfach. Wundervolle Angebote werden kommende Woche auf unseren Wiedergeborenen zukommen. Immer und dann, wenn Widder sagt, ja, ich erlaube, ja, ich möchte, ja, ich bin bereit und lässt auch alle Gedankenkarusselle mal ein bisschen an Seite. Man erntet, was man gesät hat, okay? Wundervolle Momente können auf dich zukommen, aber ich sag ja wieder, es ist wichtig, hier eine Grenze zu ziehen zwischen Herz und Vernunft, sondern wirklich das zu machen, worauf du Bock hast, weil du weißt, es tut dir gut. Die Zahl 18, ja, die Zahl 1, die Zahl 9, die 6, die 68, die 25, 73 und die 27.
NSIWMEXWM. Okay? Passt es an. Leute, denkt dran, Notfall-Express-Legungen biete ich nur noch bis Ende Dezember an. Ja, wenn du einen Notfall hast am gleichen Tag, schreib mich an, kriegst du einen Termin von mir. Ansonsten, November-Termine habe ich echt nur noch einen einzigen auf Reserve, ansonsten ab Dezember wieder. Also wenn du was möchtest, schreib mich an. Ansonsten in deinen Kommentaren helfe ich dir gerne. Bis dahin wieder, alles Liebe, bis bald. Bye.